Hallo Leute und willkommen zurück zu Overlord Rising Hell. Jetzt aber wirklich Rising Hell. Ja, im letzten Part haben wir ja endlich mal das Hauptspiel durchgeschafft. Ne? Ja. Und können jetzt mit den Add-on weitermachen. Na, wie ihr auch sehen könnt, der Narr ist jetzt gar nicht mehr hier. No. Haben wir am Ende des letzten Paares auch gesehen, ne, dass der irgendwas da gemacht hat. Ja, und deswegen wollte ich ja erst eigentlich die Unterwelten am Ende des Hauptspiels spielen. Weil man kann das eigentlich so interpretieren, der komische Narr, der hat halt hier die ganzen Unterwelten heraufbeschworen. Ja, das sehen wir dann später, ne? Ne, könnte man jetzt hier auch noch reingehen. Aber ich meine, da war eigentlich nichts mehr. Es war so friedlich ohne Sie. Zum Glück habe ich nicht. Ja, dann fangen wir heute endlich mal mit den ganzen Unterwelten an. Das bleiben ja jetzt. Die Unterwelten müssen wir noch alle machen. Dann müssen wir noch den Duellkerker. Da wollte ich halt euch jeden Feind noch zeigen. Und was halt am Ende dann halt noch übrig bleibt. Oder ich schmiede erst noch. Ja, ich muss erst mal gucken, wie ich das mache. Weil die kompletten Rüstungen und so weiter müssen wir ja auch noch schmieden. Ne? Achso, was wir nochmal gucken könnten. Ich meine, nach dem Ende der Hauptstory konnte man noch neue Klamotten kaufen. Bin ich mir bloß jetzt nicht mehr so sicher. Na, jetzt haben wir ja mittlerweile 30.000. Ja gut, so dermaßen viel hat sich das jetzt nicht verändert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es da noch eine Stufe gibt. So vom Aussehen der Schatzkammer her. Nee, aber so ganz durch sind wir auf keinen Fall. Ja. Jedenfalls so ganz durch sind wir noch nicht. Wir müssen halt, wie gesagt, die ganzen Unterwelten noch machen. Den kompletten Duellkerker müssen wir noch bestehen. Jeden einzelnen Feind. Und dann müssen wir halt noch die Rüstungen schmieden. Aber naja, mit den ganzen Unterwelten haben wir auch erstmal noch genügend zu tun. So, ja, es könnt ihr auch sehen, hier in der roborischen Wüste ist jetzt auch was. Ne? Findet den Quell der Unter... Was? Findet die Quelle der Unterwelten in der roborischen Wüste. Okay. Ja, aber im Hügelland, das war ja die allererste Unterwelt. Hatten wir ja schon mal so ein bisschen reingeschaut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Jetzt haben wir ja auch endlich mal alle Schergen. Das Schergenartefakt, oh, das ist jetzt doch ein bisschen zu hell. Ja, sorry, da muss ich jetzt nochmal kurz ein bisschen was umstellen. Ja, und dann war das halt in Himmelsspitze nur so dunkel. Ja, das Artefakt da unten hatten wir uns ja auch schon geholt. So. Ich würde mal sagen, nehmen wir uns mal 5 davon mit. Zehn davon und den Rest braune. Ja, mal einen schön gebunden mischten, bunt gemischten Trupp. Ja, ich kann ja kurz nochmal nach Rauschingen gehen, ob sich da noch irgendwas getan hat, aber eigentlich nicht.
Außer, dass wir hier unsere Materialien wieder abholen können. Ja, dann trink doch. Du hast doch ein Wirtshaus. Ja, ich habe euch lange auf die Folter gespannt. Aber jetzt geht's endlich mal los. Mit den Unterwelten. Das hat ja doch zum Glück noch in die Aufnahmeseason gepasst. Ich dachte schon, die 5 Folgen, da beende ich das ganze Spiel mit. Aber naja. Gut, da haben wir für die nächste Aufnahmeseason auch noch ein paar Folgen. Das hatte ich doch schon ausgelöst. Okay. Ja, dann schaut es euch kurz nochmal an. Verstehe ich jetzt zwar nicht, wieso das nochmal kommt. Das ist mir zu dunkel. Wieso ist das so dunkel? Hallo? Nee, das ist mir jetzt doch ein bisschen... Weiß ich nicht. Irgendwas stimmt mit der Farbeinstellung nicht so richtig. Die setzt da teilweise so ein bisschen zurück. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen überstrahlt ist. Na? Naja. Ja, Leute. Dann wollen wir mal, ne? Aber wissen, den Erfolg haben wir jetzt auch. Wir wollten nicht vor euch davonlaufen. Wirklich? Komplette Unverderbtheit. Wir wollten nicht vor euch davonlaufen, wirklich. Ne? Die Kreaturen, die ihr seht, sind Geister, die Seelen der bösen Toten. Oh, ich glaube, da sind einige meiner Kumpels. Hallo. Etwas sehr Mächtiges muss diese Kluft zu ihrer Weltgrenze haben. Dürfen wir nicht zulassen, dass sie überall böse Unterwelten aufmachen und eure böse Herrschaft bedrohen. Eine ist einmal im Schergenmisthaufen aufgetaucht. Gunther ist zu Tode erschrocken. Die Unterwelten, die sind auch ziemlich... Das darf ich nicht zulassen. Ihr müsst euch das näher ansehen, Herr. Die Unterwelten sind auch sehr gut geeignet, um halt die Schergen auszurüsten. Aber halt erst, wenn man die Unterwelten komplett abgeschlossen hat, sollte man das denn machen. Na, das zeige ich euch dann auch nochmal. Ja, aber wieso jetzt das nochmal von vorne startet? Stehe ich jetzt nicht so ganz. Könnt ihr sehen, ey, die halten nur noch 2 Schläge aus. Hä? Hat der denn jetzt hingeguckt? Und die machen mir so gut wie gar keinen Schaden. Ja, jedenfalls wie gesagt, also die Unterwelten sind halt auch ziemlich gut dafür geeignet, halt die Schergen auszurüsten. Aber ich wollte halt trotzdem jetzt nicht spielen, oder jetzt schon spielen, weil, ja, das werdet ihr dann halt am Ende sehen, was ich meine. Eure Feuerbälle gefallen mir besser als dieser Ort. Oh nein, er hat diesen Blick. Ich bin doch gerade erst wiedergeboren worden. Das macht nichts. Sie kommen alle immer wieder zurück. Ach ja. Wunderschön. Das könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Jo. Das ist eindeutig eine 9. Fast perfekt. Nicht aufhören, weiter so! Ja, ja. Oh, holt mich hier raus, Herr! Ich werde euch. Ja, und hier halt an den versprochen. Flecken, wo die halt graben, da sind manchmal auch Ausrüstungsgegenstände, Gold und. Diverses. Ich arbeite ja. Auf meinem Feldmeister und wie gesagt, später.
kann man dann hier halt noch sehr gut farmen. Ja. Autsch! Ganz vergessen, diese scheiß Explosions... Nein. Ja, so viel zum Ausrüsten der Schergen. Nein. Ach ja. Oh Mann. Dreck. Ja, ganz vergessen. Hier gibt es ja diese scheiß Explosionsdinger. Und diese Explosionsschafe darf ich ja nachher nicht vergessen, ey. Blaue haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5. Nur noch ein Grün. Supi. Und die brauchen wir auch bald. Acht, neun, zehn. Ein Grün. Oh Mann. Scheiße. Vor allem, ich meine, die Grünen, die brauche ich hier. Später. Ja, wenn ich, muss ich halt mal gucken. Eure Feuerbälle gefallen mir besser als dieser Ort. Oh nein, wer hat diesen Blick? Ich bin doch gerade erst wiedergeboren worden. Fuck it. Oh Mann. Ich glaube, das ist jetzt doch ein bisschen zu überstrahlt. Ne, ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann das nicht so richtig einstellen momentan. Schon 50 will ich haben. Nee. Okay, das ist dann wenigstens nicht so dermaßen überstrahlt. Ja, sorry Leute. Ja, wie gesagt, seit ich hier diesen komischen Treiber von seit Windows Update diesen komischen Nvidia Treiber da installiert hat, gab es halt so ein paar Probleme mit der. Ich schwitze wie ein Schaf am Markttag. Ja, das hatten wir ja eigentlich schon alles gehört. Ach ja. Ja. Nee, dann bin ich mal gespannt. Das kennen wir doch alles schon. Wieso ist das denn jetzt? Wird das denn alles nochmal gezeigt? Stehe ich nicht. Bin ich mal gespannt, ob der eine Sack da auch wieder da ist. Naja. Ja, da muss ich dann halt auch ein bisschen wieder aufpassen. Ja, komischerweise jetzt alles wieder da. Stehe ich nicht. Tatsache, der Sack ist auch wieder da. Geht doch in dieses scheiß Haus rein, Mann!
Alter, das gibt's nicht. Schönen Dank, ihr bekloppten Arschlochroten, was ihr seid. Ihr sollt in dieses bekloppte Haus reingehen. Ja, toll, der ist runtergefallen. Ach ja. Dann machen wir erstmal das Haus da oben. So. Das haben wir auch. Ihr sollt da reinmohren. Ihr wählt alle. So. Jetzt können wir uns um den Rest hier kümmern. Sache, also ich weiß nicht, wieso er das zurückgesetzt hat. Das ist jetzt ein bisschen sehr komisch. Hey Leute, fragt mich nicht. Ich weiß nicht, wieso er das zurückgesetzt hat. So, naja, mal gucken, ob wir eine Unterwelt in einen Part reinkriegen. Ich glaub's zwar nicht, aber naja. Ja. Ja. Na, das hatte ich euch ja auch eigentlich schon gezeigt. Der Kürbisse. Das sind furchtlose kleine Schurken. Ich habe sie ein Schaf fressen sehen. Ja, also kriegen wir. Samt seinen Hufen. Ich kriegen wir diese Unterwelt auch nicht in einem Part. Ich glaube, einer davon kaut an meinem Fuß. Hey, hey, was macht ihr kleinen Scheusale? Ja, ja. So, na, ich wenigstens die schon mal so aus der Ferne erledigt. Habe ich zwar fast meine ganze komplette Energie aufgebraucht, aber naja. Alter, was ist denn das? Ey, das ist. Tödlich, Herr, tödlich. Fast so schlimm wie eine beleidigte Tomate. Tja, ich keine Ahnung. Ja, so sieht das doch schon mal ein bisschen besser aus. So. Ja, muss natürlich gleich sowieso meine kompletten Schergen bis auf die blauen wegpacken. Ich brauche nämlich jetzt mehr die blauen. Oh, sorry. So. Weil ich will mich da unten ja auch noch umgucken. Also packe ich erstmal die ganzen anderen weg. So. Auch noch weg. Dafür noch den einen blauen hier. So. Können wir mal zusehen, ne? Dass wir mal in den... unten ins Wasser reinkommen.
Ja, nee, aber die Unterwelt ist einfach noch zu lang, um sie noch komplett in einen Part reinzupacken. So, haben wir hier noch irgendwas? Natürlich nicht. Ach, naja. Und da oben brauchen wir schon wieder die roten. Wieso hat das jetzt erst ausgelöst? Willst du mich verarschen, Junge, oder was? So, damit warten wir noch ein bisschen. Zeug zu öffnen. Ja. Sieht mal zu da. Ja. So, und somit haben wir jetzt den Weg geöffnet. Ja, aber Leute, ich denke mal... Ja, ist bloß blöde, wenn ich jetzt aufhöre. Ja, aber normalerweise wäre die Aufnahmeseason jetzt das letzte Folge. Ach, Mann, naja. Aber so wie es aussieht, ist sowieso gleich meine Batterie leer. Ja, egal, Leute. Ja, das soll es wieder gewesen sein für heute. Tut mir auch leid, dass wir das jetzt nicht in einen Part reingekriegt haben. Ja, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann können wir mit den Rest der Unterwelt hier weitermachen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie auch im nächsten Part rein komplett. Ja, jedenfalls über Daumen, Kommentare würde ich mich auch freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.